Jo, moin moin zum neuen Video. Und ja, weil wir die letzten Wochen so ein bisschen in der Hektik versunken sind und euch vielleicht nicht genug mitgenommen haben, haben wir gesagt, jetzt fahren wir mal eine Runde und zeigen euch so ein bisschen, wie es aktuell aussieht bei uns. Und dabei haben wir auch einen neuen kleinen digitalen Helfer, den wir euch einmal zeigen wollen. Und zwar ist das die Magic Trap von Bayer. Ja. Und die haben wir hier in unserem Rapsfeld stehen. Ich denke, ihr seht den Raps, der sieht soweit ganz gut aus. Genau. Und der wird von dieser digitalen Gelbschale überwacht. Genau. Zur Gelbschale eben ganz kurz. Vielleicht kann ich Johannes kurz die Kamera drehen. Ich habe schon die App einmal geöffnet. Man hat halt auf der Gelbschale eine Kamera. Wir haben zwei Gelbschalen insgesamt. Jetzt können wir hier mal einmal auf Möllenfelde klicken. Das ist diese Gelbschale, welche jetzt gerade hinter uns steht. Und dann gehen wir mal hier einfach auf Schädlingsbefall und da wird auch sofort angezeigt, wo Zuflug war, bei welchem Tag, beziehungsweise man kann auch dann auch das Wetter nachgucken. Wir haben die gerade auch schon einmal sauer gemacht, das könnt ihr gleich noch sehen. Und der macht dann halt immer einmal ein Foto und wertet dieses aus, wo, ja, zum Beispiel jetzt, das ist jetzt alles Beifang gewesen und hier oben der kleine blaue Punkt, hoffentlich könnt ihr es sehen, ist jetzt zum Beispiel ein Schädling und er kennt halt auch, ob das ein Rüssler ist oder ob das ein Erdfloh ist. Also er kennt sogar, welche Insekten das sind und nicht nur einfach, ob das Beifang ist oder ob das Schadinsekten sind. Wir können einmal ganz schnell auf die andere Falle gehen. Genau, dann können wir hier zum Beispiel Raps Erdfloh. Wir hatten jetzt kalte Temperaturen, kann man uns einigermaßen sehen, hoffentlich. Ja. Da dachten wir persönlich, dass man überhaupt keinen Zuflug hat, aber man sieht hier in der Grafik schön, dass man wirklich an einem Tag sogar plus 4 Erdflöhe hatte. Und dann gehen wir mal hier einmal auf so einen Tag drauf. Hier kann man natürlich auch einmal das sehen und dann erkennt er hier zum Beispiel, dass hier über welche sind und da oben insgesamt sogar 3 in einer Ecke. Ja, das ist halt schon eine richtig, richtig coole Sache, dass man auch auch wenn man es nicht erwartet, einmal kurz den Bestand checken kann, auch wenn man zu Hause auf dem Sofa liegt oder so. Jo. Richtig. Ist aber keine Werbung, muss man eben kurz dazu sagen. Also die haben uns selber gekauft. Die haben wir so. Aber wir haben die jetzt halt seit der Aussaat eigentlich stehen. Und bisher muss ich sagen, funktionieren sie gut. Ja, genau. Man muss irgendwie so alle 2 Wochen, hätte ich jetzt gesagt, einmal hier hin, die sauber machen. Ja, jetzt stehen sie natürlich einfach direkt auf dem Boden. Gut, jetzt ist der Raps schon etwas höher, jetzt könnte man sie vielleicht einen Ticken höher stellen, aber gerade am Anfang stellt man die Gelbschale einfach auf den Boden und sobald wir ein großes, ja, ein ordentliches Regenschauer haben, spült er einfach ein bisschen Dreck rein, spritzt ein bisschen Dreck rein und dann muss man eigentlich danach hin. Jetzt waren wir auch schon ein bisschen länger nicht mehr da, ich glaube fast einen Monat, aber die Schale sah so eigentlich noch gut aus und konnte ja auch noch arbeiten, ne? Der erkennt das auch selber, wann die hier zu dreckig ist und sagt, kriegt hier eine bitte, Benachrichtigung, ne? Bitte einmal sauber machen. Jo. Ja, genau. Soweit von hier. Eigentlich der Raps macht sich hier ganz gut. Wir waren vom Saatzeitpunkt, das hattet ihr ja noch mitgekriegt, etwas später. Genau, aber das Video verlinke ich sonst mal hier oben. Ein Video haben wir dazu gemacht. Ja, ja. Das meinte ich. Ja, hatten wir. Genau, und dafür hat er sich aber hier eigentlich ganz gut gemacht. Aber ja, Kartoffelvorfrucht, Frühkartoffelvorfrucht ist auch eigentlich immer ganz gut. Also es funktioniert bei uns jedenfalls gut. Das ist jetzt allerdings erst der zweite Fall, wo wir es hingekriegt haben, weil man ja einfach bis dahin auch die Kartoffeln raus haben muss, um dann auch schon säen zu können. Und deswegen geht es halt nur mit Frühkartoffeln und dann muss das auch noch irgendwie gerade reinpassen. Jo. Ja. Genau. Wir haben auch noch eine zweite Gelbschale, welche ich ja gerade gezeigt hatte, wo die Rapserdflöhe waren. Der hatte kurz im ersten Moment ein bisschen Bauchschmerzen. Da können wir, also vom Wachstum der Raps. Ja, wobei er sich jetzt echt super macht. Genau. Da können wir sonst gleich auch einmal vorbeifahren, weil wir die Gelbschale auch reinigen wollten. Genau. Ja, und sonst machen wir heute so eine kleine Crop-Tour. Genau. Hybridweizen, den Versuch seht ihr auf alle Fälle noch. Jo. Ja. Wir stehen jetzt gerade auch auf unseren Hybridweizen-Versuch. Hier seht ihr, glaube ich, hinten im Hintergrund die weißen Stöcker, wo dann die 3 Hybridweizensorten angepflanzt worden sind. Wir stehen jetzt auch auf den 3 Streifen, wo wir die genau nebeneinander gesät haben. Ihr könnt es einmal schon sehen. Also da ist der erste Streifen, zweiter, dritter und dann fangen wir wieder mit den 3 Sorten an. Jetzt im Moment gibt es noch nicht so einen großen Unterschied. Die müssen jetzt so knapp 2,5 Wochen hier drin sein, ne? Dreieinhalb.
Ja, 3,5 Wochen sind die guten Körner hier schon am Boden. Ein bisschen haben die sich gemacht, irgendwie so knappe 7-8 cm hätte ich gesagt, hoch. Mhm. Also die Bedingungen nach der Saat waren ein Träumchen. Also für den Feldaufgang und Co. Wir hatten noch so ein ganz bisschen Feuchtigkeit, ganz bisschen Niesel. Ansonsten warm und auch nicht jetzt irgendwie sonst was für wahnsinnige Niederschläge, dass wir halt Verschlemmung oder sonst irgendwie was hatten oder dass die Lunken abgesoffen sind. Also die meisten Lunken, die wir dann ja doch auch noch hatten, hier zum Beispiel in der Fläche ist ja auch noch eine gewesen, aber auch in anderen Flächen, die sind eigentlich alle noch gut aufgelaufen, wo man in anderen Jahren doch dann schon schneller Probleme hatte. Von daher muss ich sagen, also der Feldaufgang im Getreide dieses Jahr ist bisher echt gut, wirklich gut. Die letzten Flächen gucken jetzt noch nicht. Die haben wir jetzt vor, diese Woche haben wir noch 1,5 Hektar gesät. Ja. Aber sonst vor einer Woche habe ich die letzte gesät und dann die 2-3 Tage davor noch was. Weil wir dann halt immer gucken mussten, dass wir dann jetzt wieder Kartoffeln raus und dann wieder Getreide und so. Also von daher sind wir eigentlich Richtung 1. November, grob 2. November, eigentlich durch gewesen, bis auf diese eine kleine Ecke da, wo dann noch ein paar Speisekartoffeln drin saßen. Johannes hat es gerade gesagt, wir haben eigentlich kaum Verschlemmung oder so gehabt. Man sieht es jetzt hier auch auf dem Boden, wenn der jetzt hier schon 3 Wochen gelegen hat. Man hat immer noch so eine schöne feinkrümelige Struktur oben auf dem Oberboden. Sieht man es halt einfach, ne? Da buddelt er gerade. Richtig schön Wurzel schon dran. Kann man das sehen. Aber vielleicht so ein Ticken tief abgelegt. Aber jetzt habe ich auch die tiefe Reihe. Das ist ja, wir haben ja im Prinzip nur einen Striegel und der verschüttet die eine Reihe häufig tiefer als die daneben. Ja, sieht jetzt hier auch, also hier ist immer so ein bisschen tiefer wie hier. Genau. So, jetzt habe ich es nebeneinander. Also da sieht man wohl flache Reihe, tiefe Reihe. So ein Zentimeter oder 1,5 auch wohl haben wir da leider Unterschied drin. Ja, man stellt den Striegel bestmöglich ein, aber man kriegt es nie zu 100% glatt. Man hat immer einen Zentimeter Höhenunterschied. Aber wie gesagt, der Feldaufgang war echt, echt super. Und in diesem Fall hat sich der Boden auch noch gar nicht richtig gesetzt, weil wir halt seitdem eigentlich keinen richtigen Regen hatten. Nur so ein bisschen Fissel und Feuchtigkeit. Ja, und super viel Nebel. Genau, wodurch halt die Keimung und alles, also dafür war genug Wasser da und dann sind die Körner halt super aufgelaufen, aber wir hatten halt keinen Regen, dass sich der Boden richtig gesetzt hat und deswegen ist das Korn vielleicht jetzt auch ein bisschen tiefer, als man eigentlich sonst denken würde. Sonst sehen wir eigentlich, dieses hier, denke ich, ist ganz, ganz gut. So, das wären so, denke ich, 2-3 Zentimeter, das wollen wir eigentlich immer als Saattiefe haben. Aber man sieht hier auch schon echt schöne Wurzeln jetzt bei dem Hybridweizen hier. Schauen wir nachher mal bei dem normalen. Ja. Aber das sieht eigentlich schon echt gut aus. Da bin ich super mit zufrieden bisher. Ja, Johannes hat es ja gerade angesprochen, wir hatten super Bedingungen. Also der Saattermin und dann mit Sicherheit 2 Wochen danach waren gefühlt jeden Tag über 15 Grad. Und jetzt diese Woche war eigentlich so gefühlt die erste Woche, wo es wirklich ein bisschen kälter war, ne? Ja, oder letzten 10 Tage, sag ich mal, so ist die Temperatur runtergegangen, ne? Ja. Und das kann man jetzt auch merken, das, was wir im ersten Schwung, in Anführungsstrichen, gesät haben, da haben wir einmal eine Woche, um Mitte Oktober eine Woche durchgesät. Da haben wir so die Hälfte von unserem Kram reingekriegt. Also das stand innerhalb von 5-6 Tagen drauf. Das ging richtig flott und danach wurde es halt immer länger, ist aber ja auch ganz normal. Also, ja. Die Spur hat Papa schon festgefahren für nächsten Frühjahr Gülle fahren, aber da ist die Fahrgasse und er war gestern noch am Spritzen, hat eine Maßnahme gemacht. Herbizid einfach ganz normal weg, einmal standardmäßig. Ja. Ne? Aber man sieht schon, hier ist ja ganz normale Mulchsaat gewesen. Dass hier auf alle Fälle ein bisschen Unkraut durchkommt. Ja. Das ist halt bei Flugsaat total was anderes. Ja. Was ich jetzt sonst noch ganz interessant finde, was wir sehen können, das ist hier unser Aussaatstärkenversuch. Jetzt muss ich selber mal eben nachzählen. Oh, wenn man von hier guckt, dann sieht man schon einen farblichen Unterschied zwischen den Sorten. Also die
Ja. Hinten die Sorte ist ein bisschen heller. Sonst muss ich gleich mit der Drohne einmal steigen lassen. In der Mitte ein bisschen dunkler und diese hier wieder heller. Gerade da sieht man den Unterschied, denke ich, ganz gut. Aber was ich sagen wollte, wir haben ja dann hier im Prinzip 6 Reihen nochmal die Sorten nebeneinander gesät. Das ist dann ja 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bis hierhin haben wir die Sorten nebeneinander gesät. Genau, und diese? Und dann haben wir hier 75% und 50% Aussatzstärke, ne? Also? Und das kann man schon erkennen. Gerade die 50%, die kannst du genau, schon gut sehen. Die Bahn. 50%, 75, 100. Ja. Aber auch hier bei den 50% haben wir eigentlich eine ganz gute Pflanzenverteilung. Wo wenn man aber so von oben sieht, drauf sieht schon, kommt, dass das da was schon, fehlt, ne? Das ist schon ein Unterschied. Ja. Ja. Aber auch mal interessant. Ja. Gut, dann werfe ich für euch mal eben schnell die Drohne in die Luft, dass ihr einmal die drei Sorten auch von oben seht. Und dann fahren wir mal eben zu den normalen Weizen rüber, wie der sich bis jetzt gemacht hat. Jo. So, von Hybridweizen zum Linienweizen rüber. Dieser ist auf alle Fälle auch einen Tick später gesät worden. Mit jo, Sicherheit eine Woche. Woche? Okay. Aber Mittwoch zu. Ja, Mittwoch, Donnerstag irgendwie sowas, ja. Eine gute Woche. Auf alle Fälle, ihr könnt schon sehen, die Reihen sind lange noch nicht so groß wie der Hybridweizen. Aber diese Woche ja. Mit dem Wetter, mit den warmen Temperaturen, die hat natürlich richtig geholfen. Jo, aber man kann, denke ich, schon jetzt gut den Unterschied sehen an der Pflanzenzahl. Das ist hier ja mehr als das Doppelte an ausgesäten Körnern als beim Hybridweizen. Hybridweizen haben wir mit um 150 gemacht und das hier sind dann jetzt 320. Teiflängenspezifisch natürlich, also hier oben dann ja wahrscheinlich nur 280 und da hinten im feuchteren Bereich, da sind es dann natürlich 360. Und so kommen wir dann nachher im Schnitt auf die 320 raus. Und also das haben wir eigentlich standardmäßig alles so abgearbeitet wie die letzten Jahre. Hier haben wir jetzt dann eine Liniensorte, den Kaitum, haben wir letztes Jahr auch gehabt. Und der war ertraglich echt gut. Und deswegen hat er wieder einen ganzen Schwung bei uns im Anbau eingenommen. Und dann können wir auch mal eben kurz eine Pflanze rausziehen, dass wir einmal sehen, wie tief der abgelegt worden ist. Johannes, macht das hier mal eben also schön. Der Boden ist noch so locker und weil es überhaupt keinen Niederschlag gesetzt. Gab. Genau. Also hier sehen wir eigentlich eine super Ablage. So bis da, 2 cm. Wurzeln sind auch schon schön da. Also der geht auch richtig gut voran. Aber wenn man hier in den Boden reingreift, das ist einfach wirklich, der fällt so auseinander. Ja, da ist echt staubt schon fast. Also das ist für jetzt die Zeit eigentlich recht ungewöhnlich. Aber wir hatten theoretisch fast keinen Niederschlag mehr. Ziemlich genau 4 Wochen quasi keinen Niederschlag mehr. Ja. Ja. Wir hatten ja einmal noch dieses große Schauer. Da hatten wir noch gar kein Getreide gesät davor. Genau. Wo wir dann noch am Kartoffelnroden waren, die Woche bevor wir angefangen sind mit Säen. Da kam ja noch einmal, was waren das, 25 so. Ja. Und das muss jetzt genau 4 Wochen sowas her sein. Heute ist Samstag, 4 Wochen und 2 Tage oder so. Ja. Das war irgendwie Mittwoch, Donnerstag. Aber hier sieht man es auch. Also wenn man so eine richtig Bruchstücke quasi noch hat, dann sieht man, dass hier noch kein Wasser drauf gekommen ist von oben. Jo. Sonst schwemmt oder spült es ja ein bisschen rundlich ab. Genau. Aber sonst. Also wie gesagt, für den Feldaufgang jetzt war das Wetter echt super. Da ist nicht, dass da irgendwas verschlemmt ist oder sonst irgendwas. Die Pflanzen hatten genug Feuchtigkeit, gerade weil wir auch viel Nebel hatten und so. Auch wirklich den ganzen Tag über. Ja, also deswegen gekeimt hat das super. Und wie gesagt, auch die nassen Zonen oder sowas ist alles echt gut gelaufen. Was wir gerade gesagt haben, halt nach diesem großen Schauer sind wir dann ja ein paar Tage später angefangen zu drillen. Da hatten wir halt so zwei, drei Löcher, wo es vielleicht noch eigentlich Ticken zu nass war. Aber auch da war der Feldaufgang gut, einfach weil die Bedingungen danach so gut waren. Jetzt müssen wir natürlich abwarten, wie sich das dann nachher weiter zeigt. Aber das waren wirklich dann nur kleine Stellen, wo das Wasser so ein bisschen zusammengelaufen war. Deswegen haben wir dann auch gesät, weil wir dann ja auch schon Mitte Oktober hatten. Also irgendwann dann ja auch gerade mit unserer Gerste mal starten mussten. Ja.
Gut, alles klar. Dann geht's mal eben ganz schnell zur letzten Gelbschale. Machen die auch noch eben kurz sauber. Jo. Und dann habt ihr eigentlich schon einen kleinen Überblick von unseren Kulturen gekriegt. Ja. Genau. Hybridweizen haben wir. Von mir aus Raps. Gut, Gerste könnten wir vielleicht noch ganz kurz. Genau, Gerste können wir gleich bei uns hinterm Hof noch eben hingehen. Das war somit die erste. Ja. Aber die Gerste sieht auch echt gut aus. Doch. Haben wir auch wieder alles teilflächenspezifisch gemacht. Komplett Hybrid-Gerste, zwei Sorten, beziehungsweise das eine Video haben wir ja gemacht, wo wir dann die eine Sorte noch im Prinzip in Versuch angelegt haben. Mal eben hier. Genau. Was ich noch sagen wollte, uns interessiert auch sehr, wie es bei euch ausschaut. Habt ihr euer Getreide auch alles gut reingekriegt oder gab es da schon Probleme oder immer noch Probleme wegen Feuchtigkeit oder dann irgendwie wegen Trockenheit oder sonst irgendwas? Finden wir immer ganz interessant, da mal was von euch zu hören. Von daher schreibt es gerne mal rein, wie es bei euch aussieht und wie es bei euch läuft. Und ob ihr jetzt schon alle Kartoffeln und alle Zwiebeln weg habt. Hier und da sieht man ja doch noch die ein oder andere Kartoffel im Boden, aber jetzt wird es doch erheblich weniger, was denn da noch über ist. Ja. Bei den Kartoffeln geht es ja zum jetzigen Zeitpunkt, sag ich mal, noch. Ja, da haben wir jetzt natürlich mit dem Wetter, wie gesagt, 4 Wochen quasi kein Regen. Echt Glück. Aber wie gesagt, wir sind ja zum Glück durch, aber die es noch sitzen haben, ne, die haben wahnsinnig Glück. Die Kartoffeln halb so wild, aber wir hatten jetzt noch einen Bekannten, welcher jetzt vor 5 Tagen erst seine letzten Zwiebeln weggekriegt hat. Das natürlich grenzwertig. Ja. Aber, naja, egal. Das ist natürlich jedes Jahr, gibt es da wieder irgendwelche Herausforderungen und so war es dann ja bei den Zwiebeln auch. Aber ja, wichtig ist, dass man sie dann noch untergebracht kriegt, ne? Jo, gut, dann geht es eben noch. Genau, weiter zur nächsten Gelbschale. Ja. So, jetzt sind wir hier auf der anderen Fläche, wo wir gerade gesagt haben, wo die andere Gelbschale steht. Und diese Fläche ist ein bisschen unterschiedlich. Das kann man, denke ich, ganz gut erkennen. Hier haben wir einen ziemlich lehmigen Bereich. Und da ist auch mal geht's hoch. Und da wird es dann humoser Sand. Und da hinten wächst es eigentlich immer sehr gut. Und hier hat man eigentlich am Anfang so ein bisschen das Problem, weil man hier ist einfach feucht und kalt hat. Und so war es auch dieses Jahr. Der Raps, der hat sich erst ein bisschen gequält. Ach, ob man es gequält sagen kann, weiß ich nicht. Aber er wollte nicht schnell, weil es hier einfach, wie gesagt, kälter und feuchter ist. Aber jetzt hat er sich eigentlich ganz gut gemacht. Klar, für Anfang November könnte er ruhig noch ein bisschen größer sein. Aber wir haben, denke ich, auch hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Blätter, sowas. Und ja, das sollte ausreichen, um jetzt in den Winter gehen zu können. Wir haben ja auch jetzt noch keine wahnsinnigen kalten Temperaturen und Co. Deswegen macht er auch noch ein klein bisschen was. Und dann denke ich, dann sieht es nicht ganz schlecht aus. Dahin wird es immer besser. Da steht er richtig schön gleichmäßig und ordentlich drauf. Das, das sagt mir doch schon gut zu. Hier wird es noch ein bisschen schwächer, Pflanzen ein bisschen kleiner. Hier wird es halt noch ein bisschen lehmigerer. Das kann man hier auch gut erkennen. Aber wir haben überall Pflanzen stehen und von daher denke ich, sollte das wohl passen. Ja, hier ist natürlich doch die Einzelpflanzen noch schwach. Aber jedenfalls haben wir Bestand da. Und das ist bei Raps ja immer schon mal das Wichtigste. Die Herbizidmaßnahmen haben eigentlich auch ganz gut gezogen, denke ich. Wo wir natürlich noch so ein bisschen was von haben, ist unsere Ausfallgerste. Da müssen wir noch mal eine machen. Da kommen wir wohl nicht drum zu. Müssen wir mal schauen, dass wir da einen guten Zeitpunkt erwischen, dass wir die noch mal rausnehmen. Aber ansonsten macht das hier wohl ein ganz gutes Bild. Wenn wir jetzt hier hinkommen, ich denke, der sieht ganz gut aus. Und was Alexander sagte, der wollte erst nicht so ganz flott, gerade auch hinten, weil es einfach hier so ein bisschen feuchter und kälter ist.
ist das so ein bisschen, ja, es heißt bei uns Moor, aber es ist kein richtiges Moor. Es ist, damals war es so ein bisschen moorig hier. Und jetzt will es eigentlich immer sehr gut wachsen, wenn man den Start ordentlich hinkriegt. Aber wenn man hier solche Pflanzen sieht, ich denke, für den späten Saattermin kann man da wohl mit in den Winter reingehen. Natürlich könnte der Bestand gerne auch etwas üppiger sein. Das ist einfach so. Aber alles im All bin ich ganz gut zufrieden. Ja, Johannes hat mich jetzt eben kurz verlassen, weil der noch einen Termin hat. Deswegen hat er hier leider die letzten 10 Minuten keine Zeit mehr gehabt. Auf alle Fälle stehe ich jetzt hier hinterm Haus bei uns. 16 Hektar Stück mit Hybridgerste. Und zwar haben wir hier die Luna gesät. Ja, ich gehe mal ein bisschen ins Stück rein. Die Sorte, also die Luna hier, war auch eine mit der ersten Sorte. Das sieht auch gerade ganz, ganz witzig aus. Hier sieht man es schön. Die wurden richtig schön einmal von oben abgeknipst. Also so sieht er normalerweise aus. Und hier waren die Kaninchen anscheinend, beziehungsweise Hasen. Ja, gut am Arbeiten. Oh, hier ist komplett hier überall. Hier sieht man es, also da ist noch so ein Bereich und zieht sich da so hin. Ja, aber hoffentlich soll er sich wohl noch ein bisschen berappeln. Zu Luna ganz kurz, haben wir ja auch schon ein paar Jahre im Anbau. Hatten wir eigentlich immer ganz gute Erfahrungen mit. Die hatten wir vor 2 Jahren auch in den Gerstenversuch, welcher auf der Fläche nach dahin rausging. Verlinke ich euch sonst auch nochmal. War ein Stickstoffversuch mit Liniensorten und Hybridsorten, Gerstensorten. War sehr interessant. Ja, und da hat erstaunlicherweise, das war auch ein sehr trockenes Jahr vor 2 Jahren, die Sorte mit etwas geringerer Stickstoffdüngung fast am besten abgeschnitten. Und bei der Luna haben wir das auch alle Fälle gelernt, dass man die nicht zu dick säen darf. Also da gehen wir eigentlich immer eher so, ja, 10% unter Empfehlung ran. Da haben wir eigentlich immer so ein bisschen die besten Ergebnisse bei unseren Standorten hier mit gesammelt. Aber könnt ihr euch ja selber eben kurz ein Bild machen. Sieht im Großen und Ganzen gut aus. Papa war hier gestern oder vorgestern drin. So mit der Spritze, die erste Maßnahme. Jo. Und damit soll es eigentlich schon gewesen sein. Ja, heute mal einfach mal so ein bisschen eine Crop-Tour, ein bisschen gucken, was so abgeht. Mehr Kulturen stehen ja gerade auch nicht mehr auf dem Acker, also Getreide und Raps. Wie Johannes schon gesagt hat, schreibt gerne mal in den Kommentare, wie das bei euch aussieht. Und mal schauen, was es nächsten Wochen dann so gibt. Eine kleine Sache gibt es auf alle Fälle noch, die ihr, schätze ich, so in den nächsten 3-4 Wochen mal seht, wo ich vielleicht schon drauf gespannt sein dürft. Genau, aber heute mal einfach etwas basigeres Video, nenne ich es jetzt mal so. Jo, damit wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag noch und tschüss.